Herr Bundesminister. Frau Abgeordnete, Sie wissen, dass wir uns hier sehr engagieren als Österreich und viele Vorschläge einbringen, möchte aber darauf aufmerksam machen, dass es ein sozialdemokratischer Minister ist, der im Moment alles blockiert. Bitte also auch, sich dorthin zu wenden und vielleicht einen Durchbruch zu erzielen. Der Antrag der 11 Mitgliedstaaten auf diese verstärkte Zusammenarbeit läuft seit vielen, vielen Monaten immer wieder in dieselbe Richtung, die allerdings nicht sehr erfreulich ist. Denn die Richtung ist, wir nehmen die Derivate heraus aus der Besteuerung. Das ist die vorgeschlagene Richtung, die hauptsächlich Frankreich und Italien vorschlagen. Wir haben daher einen Kompromissvorschlag eingebracht, der heißt alles hinein, alle Produkte hinein und daher den Satz etwas absenken. Dieser Vorschlag wurde ursprünglich politisch akkordiert und auf der technischen Ebene wieder verworfen, weil jedes Land hatte mindestens eine Ausnahme und wenn man 11 Dinge wieder herausnimmt, kommt wieder nichts zustande. Wir haben daher jetzt einen neuen Vorschlag eingebracht, gemeinsam unterstützt auch von Deutschland. Schäuble hat ja dazu auch eine Stellungnahme abgegeben. Und zwar lautet der Vorschlag jetzt, dass man unser Konzept All-In weiterverfolgt, aber es in zwei Etappen einführt. Das ist der derzeitige Vorschlag. Die Vorgangsweise, die weitere, ist, dass auf der technischen Ebene dieser Vorschlag jetzt geprüft wird, dass es im Laufe des Dezember noch eine Telefonkonferenz zwischen den 11 Ländern geben soll und dass im ersten Quartal des kommenden Jahres es zu einer Einigung kommen soll. Das ist der aktuelle Stand vom Montag dieser Woche. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete, bitte. Herr Bundesminister, Sie sind ja ein sehr gutes Beispiel, dass dieses Thema kein fraktionsbezogenes Thema ist, sondern wirklich ein übergeordnetes Thema. Wie werden Ihre nächsten Schritte von Ihnen persönlich ausgesehen, um andere Staaten in Europa möglichst rasch ins Boot zu holen? Herr Bundesminister. Ich bin in ständigem Kontakt mit den Finanzministern der 11 Länder. Es ist auch so, dass die Finanztransaktionssteuer wahrscheinlich bereits ergebnislos abzuhaken gewesen wäre, wenn ich zweimal bei den Sitzungen der letzten ECOFINs Österreich einen Kompromissvorschlag eingebracht hätte. Ich habe mit dem französischen Finanzminister vereinbart, dass wir nun auf Basis der letzten Besprechung einen Arbeitsprozess aufsetzen, ein Protokoll festhalten. Es gibt auch noch einen anderen Punkt, wo es Differenzen gibt in der Frage Residenzprinzip oder Nicht-Residenzprinzip. Und ich habe mit dem italienischen Finanzminister vereinbart, dass nach Vorlage dieses Arbeitspapiers wir uns noch einmal gemeinsam zusammensetzen und einen Kompromiss suchen werden. Es liegt auch die Unterstützung von Deutschland vor, was in dem Zusammenhang auch wichtig ist. Die anderen Länder der sogenannten G11 verfolgen eher unseren Ansatz mit kleinen Differenzierungen. Danke. Wir gelangen nunmehr zur achten Anfrage der Frau Abgeordneten Gabriele Tamandl. Bitte um Ihre Fragestellung. Gabriele Tamandl ist Budgetsprecherin der Volkspartei. Die Frau Dr. Gries hat vorige Woche einen 344-seitigen, sehr umfassenden Bericht abgegeben, einen Untersuchungsbericht. Die Opposition hat ursprünglich die Einsetzung dieser Kommission sehr kritisiert, gab sehr kritische Stimmen. Jetzt liegt der Bericht vor und es wird auch sehr positiv darüber gesprochen, dass es sehr sachlich und sehr fundiert abgehalten wurde, diese Kommission bzw. auch der Bericht. An Sie nun die Frage, Herr Bundesminister, welche Schlüsse ziehen Sie aus dem von der Frau Dr. Gries vorgelegten Bericht betreffend der Hypoalpe Adria und wie sehen Sie nun aus Ihrer Sicht die weiteren Schritte? Herr Bundesminister. Frau Abgeordnete, ich begrüße ausdrücklich den vorgelegten Kommissionsbericht, weil er sehr sachlich versucht, Abläufe aufzuzeigen und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt daraus zu lernen, was kann man für die Zukunft besser machen. Der Bericht hat natürlich auch noch einige Fragen, die noch zu beantworten sein werden, wie zum Beispiel, was wären die Alternativen gewesen, wenn man schon schreibt, es sei nicht alternativlos, wie kann man die Alternativen auch im Nachhinein noch bewerten. Und das Zweite ist natürlich, dass wir auch noch die Fragen beantworten müssen, die aus meiner Sicht des Berichtes noch nicht ausreichend beantwortet sind. Was war die Rolle der Wirtschaftsprüfer in dem Zusammenhang, die testiert haben? Also diese Fragen, glaube ich, muss man noch nachjustieren. Was man daraus lernen muss, ist, bei solchen Entscheidungsprozessen sich extrem gut vorzubereiten, die Alternativen zu bewerten und vor allem rasche Entscheidungen zu treffen. Das haben wir im Bereich des sozusagen übernommenen Erbes jetzt gemacht.
Die Abbaubank ist installiert. Es gibt ein sogenanntes Double Screening der Assets. Das heißt, wir verlassen uns hier nicht auf einen Wirtschaftsprüfer, sondern wir nehmen einen zweiten dazu, dass wir möglichst hohe Sicherheit für die Bewertung haben. Und es wird im ersten Quartal des kommenden Jahres ein Abbauplan durch das Management vorzulegen sein. Zum Thema SE Holding habe ich bereits bei der vorhergehenden Anfrage ausgeführt, dass auch hier entsprechend rasches Handeln gefordert sein wird. Und bei der Frage der Anfechtung, der Notverstaatlichung, haben wir auch gelernt aus diesem Kriegsbericht, dass es, wenn es solche Mittel gibt, man diese Mittel auch ausschöpfen muss. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete. Herr Bundesminister, jetzt ist es natürlich so, dass wir heute über ganz andere Unterlagen verfügen und ganz andere Informationen haben, als das zum Zeitpunkt der Notverstaatlichung war. Und Sie haben es auch schon angesprochen, die Rolle der Wirtschaftsprüfer beispielsweise. Und ich frage Sie nun, sehen Sie auch Handlungsbedarf auf Seiten der Bankenaufsicht? Und wenn ja, welche sind das Ihrer? Herr Bundesminister? Das Thema der Bankenaufsicht werden wir ganz grundsätzlich angehen müssen, weil wenn die Finanzmarktaufsicht etwa 60% ihres Geschäftsvolumens verliert, nämlich an die EZB, dann werden wir darüber diskutieren müssen, wie wir die gesamte Finanzmarktaufsicht neu aufstellen. Aus meiner Erfahrung kann ich aber sagen, dass die Finanzmarktaufsicht in vielen Bereichen auch aus diesen Prozessen gelernt hat. Die Verfahren, die jetzt gegenüber den Banken angewandt werden, sind weitaus strenger. Die Meldepflichten sind dramatisch erhöht worden. Und was auch ein Prozess ist, die Sanktionen, die die Finanzmarktaufsicht setzt, ob das nun erhöhte Kapitalquoten oder andere Dinge sind, sind weit rascher wie früher. Dennoch bin ich der Meinung, wir brauchen auch hier eine neue Struktur und wir sollten uns sicherstellen, dass auch die Zusammenarbeit zwischen der neuen Aufsichtsbehörde der EZB und den österreichischen Einheiten Nationalbank und FMA so funktioniert, dass es eine vernünftige Bankenaufsicht gibt. Daher bin ich durchaus der Meinung, es hat viele Fortschritte in diesem Bereich gegeben, aber wir sind sicher noch nicht am Endpunkt. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Magister Kogler, bitte. Danke, Frau Präsidentin. Ja, Herr Bundesminister, über die Interpretationen des Berichts der Kommission der Bundesregierung werden wir ja noch am Nachmittag sprechen können. Es wurde auch gefragt nach zukünftigen Schritten. Ich beziehe mich nur auf die Hypo-Nachfolge Abbaubank HETA. Was Sie nicht zusätzlich erwähnt haben, vielleicht auch aus taktischen Gründen, sehen Sie eine nicht nur theoretische, sondern auch praktische Fähigkeit zur Insolvenz dieser Abbaubank? Und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt könnte dieser Schritt schon eingeleitet werden? Sie haben sie in der Hand. Herr Bundesminister. Erstens glaube ich, dass es nicht richtig ist, jetzt über Dinge zu spekulieren, von denen der Informationsstand nicht ausreichend vorhanden ist. Deshalb habe ich ja erwähnt, dass in diesem Double Asset Screening jetzt versucht wird, den tatsächlichen Zustand dieser neuen Institution HETA festzustellen. Und ich glaube, wenn dieser festgestellt ist, dann ist es die Aufgabe zu überlegen, welches ist der richtige Weg. Wie sollen wir weiter vorgehen? Daher ist grundsätzlich überhaupt nichts auszuschließen. Das sage ich auch dazu, weil ich bin nicht jemand, der die Alternativen nicht sich dann genau anschaut. Aber ich kann zum derzeitigen Zeitpunkt das nicht bestätigen, sondern es ist im Moment jede Maßnahme, die zu setzen ist, noch spekulativ im Sinne, was ist der richtige Weg. Damit kommen wir zur 9. Anfrage des Herrn Abgeordneten Podgorschek. Bitte, Herr Abgeordneter. Nach dem Finanzsprecher der Grünen nun der Budgetsprecher der Freiheitlichen. Ich glaube, bei allen hier anwesenden Parteien ist ja unbestritten, dass der Faktor Arbeit zu hoch belastet wird und dass wir mit den Steuersätzen vor allem in den unteren Bereichen runter müssen bzw. Progressionsstufen erhöhen müssen. Niedrige Einkommen hemmen das Wirtschaftswachstum, wenn die Menschen keine Kaufkraft haben. Und ich habe jetzt verfolgt in den letzten Tagen die Diskussion zwischen den beiden Regierungspartnern bezüglich der Finanzierung einer möglichen Steuerreform. Und das ÖVP-Papier, habe ich halt heute einmal gelesen, ist unter anderem auch 1 Milliarde für die Steuerbekämpfung drin, was halt natürlich ein sehr grob geschätzter Wert sein kann. Daher meine Frage, wie wollen Sie die geplante Steuerreform gegenfinanzieren, wenn Sie Substanzbesteuerung ablehnen? Herr Bundesminister. Herr Abgeordneter, zu der ersten Anmerkung mit Steuerbetrug, ich glaube, es ist ein gemeinsames Anliegen, dass wir das massiv angehen. Ich glaube, das steht außer Streit. Und ich stelle auch fest, dass in den anderen Papieren, die vorgelegt wurden, in etwa dieselbe Größenordnung dort angeführt wurde. Es sind entsprechende Maßnahmen auch in Vorbereitung.
Der zweite Punkt ist, dass es natürlich auch eine Gegenfinanzierung gibt, die die Steuerreformgruppe jetzt erarbeitet. Hier geht es um Streichen von Ausnahmen und Privilegien, die hier im Steuerrecht einfach historisch gewachsen sich entwickelt haben und wo eine Durchforstung von allen internationalen und nationalen Wirtschaftsforschern dringend empfohlen wird. Zum Dritten ist, ich versuche, diese Steuerreform in zwei Richtungen auch noch zu sehen, nämlich zum einen entlasten und zum anderen Wirtschaft und Beschäftigung ankurbeln. Deshalb sehen die Konzepte unterschiedlich vor, ob es auch zu wirtschaftsbelebenden Maßnahmen, Investitionsförderungsmaßnahmen kommen soll oder nicht. Wir haben in den verschiedenen Konzepten jeweils auch drinnen einen bestimmten Selbstfinanzierungsgrad. In dem von Ihnen angesprochenen Konzept der ÖVP sind es 17%. Dazu kommt dann noch der Anteil der Länder netto über diesen Bereich. Und wir haben eines aufgesetzt, nämlich am Anfang einen kleinen Betrag, aber nachhaltig einen großen Betrag im Bereich der Verwaltungsreform. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. Ja, Sie haben ja bei einer Anfragebeantwortung vorher schon festgestellt, dass Sie Substanzbesteuerung ablehnen. Also sprich Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer. Beinhaltet das auch die Grundsteuer bzw. die Erhöhung der Einheitswerte? Herr Bundesminister. Was die Einheitswerte anbelangt, glaube ich, läuft ja zurzeit ein Hauptfeststellungsverfahren, das mitten im Gange ist. In den Konzepten, die mir bekannt sind, ist das Thema Grundsteuer nicht enthalten. Danke. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Hock. Bitte um Ihre Fragestellung. Danke, Frau Präsidentin. Geschätzter Minister, welchen Einfluss wird die geplante Steuerreform auf die Abgabenquote sowie die Einhaltung der Fiskalpaktkriterien 2015 und 2016 haben? Herr Bundesminister. Die Frage, die aus dem Fiskalpakt herauskommt, muss man so beantworten, dass nach meinen Überlegungen für 2015 die Steuerreform ja nicht einzutakten ist, weil sie erst mit 1.1.16 starten wird. Daher brauchen wir jetzt, und das beginnt, der Prozess läuft ja schon, wir brauchen ja die neue mittelfristige Finanzplanung für den Finanzrahmen. In diesem ist das einzustellen. Tatsächlich ist es so, dass wenn die Gegenfinanzierung nicht so käme, wie sie von den verschiedenen Konzepten vorgestellt ist, könnte sich durchaus ein Problem daraus ergeben. Andererseits glauben wir, dass die Steuerreformen, die hauptsächlich auf Senkung der Eingangssteuersätze jetzt im Moment in diesen Konzepten abzielen, tatsächlich eine deutliche Belebung des Konsums bringen werden. Die Wirtschaftsforscher rechnen mit einem möglichen Plus von 1%. Das wäre eine Verdoppelung des derzeitigen Wachstums und dann wäre das Problem nicht mehr gegeben.